bei den Deutschen Optionstagen. Dr. Bauer bei mir. Hallo. Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Ja, der erste Tag. Morgen auch noch eine Masterclass. Aber was sagen Sie vom Eindruck? Das erste Mal in Präsenz und Veranstaltung? Also ich bin beeindruckt, dass es so viele, wirklich so viele Teilnehmer sind, die Optionen handeln in Deutschland. Weil Optionen waren ja lange ein Thema, was hier gar nicht im Vordergrund stand. Aber jetzt durch die Tage zeigt sich, dass richtig Interesse besteht. Und wir haben einen Saal voll. Also so viele Teilnehmer nur für Optionen, das ist beeindruckend. Ich hätte es nicht erwartet, muss ich sagen, und bin wirklich sehr angenehm überrascht. Wie schaffen wir noch den nächsten Schritt? Das ist noch mehr. Vielleicht brauchen wir noch einen zweiten Saal für die nächsten Jahre. Ja, das wollen wir hoffen. Ne? Ja. Also Optionen sind da jetzt kein ganz einfaches Thema. Was wir hier wollen als Referenten, ist ja das Thema Optionen bekannter machen und auch die Teilnehmer ein bisschen schulen im Bereich Optionen. Je mehr Teilnehmer die Optionen verstehen, desto mehr werden auch handeln. Und da hat so einen Kaskadeneffekt dann. Also ich denke, wenn man diese Veranstaltungen regelmäßiger macht, in dem Umfang auch, werden immer mehr Teilnehmer auch auf den Optionenhandel kommen. Und so wird sich das verbreiten. Ihr Ansatz ist ja ein bisschen anders als die meisten der Referenten, die da dort sitzen. Das ist ja meistens Stillhalterstrategien. Sie sind einer, der vorher schon unterwegs ist und auch mal einen Call kauft. Ja, genau. Also es gibt ja, der Vorteil der Optionen ist ja, dass es viele verschiedene Strategien gibt, die man umsetzen kann. Und jeder Referent hat seine Strategie, erläutert seine Strategie mit allen Vor- und Nachteilen. Und der Teilnehmer kann dann entscheiden, was ist jetzt eher für mich? Will ich eher verkaufen? Will ich eher kaufen? Und muss halt sein eigenes Risiko dann in Betracht ziehen. Aber es gibt ja keine gute oder schlechte Strategie. Es gibt nur verschiedene Chance-Risikoprofile jeder Strategie. Also die Aussage, die Strategie ist besser als eine andere Strategie, die gibt es ja so nicht. Und das ist ja das Schöne an Optionen. Jeder findet die für ihn passende Strategie. Die Anleger, die ich da draußen besonders im Auge habe, sind so die ganzen Leute, die Optionsscheine kaufen. Hm. Die nennen wir sie mal Zocker. Na, Spekulanten, wie kriegen wir denn die ganzen Leute zu den Optionen? Weil das Produkt, wenn ich Optionsscheine handle oder Optionen, bei Optionsscheinen muss ich ja den Emittenten richtig viel Geld in den Rachen schieben. Genau. Der Vorteil von Optionen ist ja genau, dass er keinen Emittent hat. Also jetzt gehen wir mal vom Emittentenrisiko weg. Das ist natürlich immer gegeben bei Optionen, eben nicht bei Scheinen, ja. Aber Optionsscheine haben eben nur die Long-Position. Wir kaufen Call oder Put. Optionsscheine. Optionen, wie eben gesagt, kann man ja beliebig kombinieren. Also man hat viel, viel größeres Anlagespektrum und man kann verschiedene Marktsituationen optimal abdecken. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, ganz einfach mit Short-Strategien. Ja, in der Seitwärtsphase Geld verdienen. Oder eben in Kombinationsstrategien. Und das geht alles nur mit Optionen. Die Deutschen Optionstage gehen in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Premiere in diesem Jahr freuen wir uns, euch auch in 2025 auf Deutschlands größtem Event für Optionshändler begrüßen zu dürfen. Auf den Deutschen Optionstagen 2025 erfahrt ihr von den Profi-Tradern alles über Optionsstrategien, passive Einkommensströme, effektive Hedging-Strategien, Steuern und vieles mehr. Taucht ein in die Welt des Optionshandels. Es erwarten euch 2 Tage mit neuen Top-Speakern, noch mehr spannenden Vorträgen und umfangreichen Networking-Möglichkeiten. Für euer leibliches Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Die Deutschen Optionstage 2025. Das exklusive Event für alle Optionshändler. Sichert euch jetzt eure Tickets unter deutsche-optionstage.de. Jetzt bin ich so ein normaler Anleger und habe jetzt in einer Börsenzeitschrift gesehen, okay, da wird mir jetzt der Optionsschein auf VW-Call nahegelegt mit Laufzeit bis zum Jahresende etc. Kann ich das einfach so leicht abbilden an der Optionskette bei den Optionen oder ist das schwierig? Nein, das ist ganz einfach, weil im Endeffekt, Beispiel VW, es gibt sehr viele Optionen auf VW und die Optionen auf VW, die kann man an der Eurex, der deutschen Terminbörse, hieß sie früher heute, Eurex handeln. Und da kann sich jeder Teilnehmer, wieder Marktteilnehmer, also auch Privatanleger, eben den für ihn passenden Optionskontrakt raussuchen. Basispreis zum Beispiel, Laufzeit. Und da kann jeder sein eigenes Risiko bestimmen. Und im Endeffekt sind dann an der Eurex die Preise unabhängiger als die Preise, wenn sie eben ein Emittent, sagen wir, Kostenstruktur, haben angesprochene Kostenstruktur, haben wir an der Eurex alles nicht, ist alles auch transparenter in der Abwicklung. Was wäre Ihrer Meinung nach das Beste oder die beste, gibt es die beste Strategie für den Anfänger, die leichteste Strategie?
Ja, das ist eine gute Frage. Also sagen wir so, die einfachste Strategie ist natürlich der Kauf. Denn wer eine Aktie kaufen kann, nur mal als Beispiel, der kann mit denselben Mausklicks auch eine Option auf diese Aktie kaufen. Also bevor ich eine VW-Aktie kaufe, kann ich auch eine Option auf VW kaufen. Das ist derselbe Vorgang. Ja, also es ist nichts anders. Das wäre die einfachste Strategie. Wenn man dann auf die andere Seite geht und auch verkaufen will, dann muss man im Risikomanagement ein bisschen vorsichtiger sein. Das wäre dann eher was, wenn man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat. Weil natürlich bei jeder Strategie gilt, traden bedeutet eigentlich das Managen von Risiken. Und man muss die Risiken, das kommt ja bei jedem Referenten hier auch sehr genau vor, man muss die Risiken kennen, um dann seine eigene Strategie, die passend dazu ist, zu implementieren. Wir verlinken auf jeden Fall das Interview, welches ich mit Ihnen vor ein paar Monaten geführt habe. Da haben Sie ja direkt gesagt, dass ich gefragt habe, Sie haben ja einen Börsenbrief. Ja. Was ist denn so realistisch, was man als Rendite kriegt? Ich meine, Sie haben 100% gesagt im Jahr? Ich habe mehrfach im Jahr, also mehrfach schon, ja, das Kapital verdoppelt auf Jahresbasis mit Long-Strategien. Das bedeutet also mit einer direktionalen Richtung und das gehebelt. Denn das Schöne an der Kaufstrategie ist ja genau das. Ich setze einen Betrag ein X. Den riskiere ich, ja. Der kann im schlimmsten Fall weg sein, wenn die Option wertlos verfällt. Aber durch den Hebel, wenn ich richtig liege, hebel ich ja eben meinen Gewinn sehr viel stärker als der Gewinn, zum Beispiel der Aktie. Und kann also in guten Phasen sehr viel mehr verdienen. Und dann kann es auch mal sein, dass ein Trade dazwischen schief geht. Na logisch, wird immer passieren. Aber ich habe dann eine Einheit Verlust und beim nächsten Trade vielleicht wieder 2 oder 3 Einheiten Gewinn. Weil eben nach oben theoretisch der Gewinn ja unbegrenzt ist. Konnten Sie sich denn schon austauschen mit den anderen Sprechern? Haben Sie denn was mitnehmen können? Auf jeden Fall. Wir kennen uns ja alle auch mehr oder weniger so im Referenten, in der Finanzszene. Und ja, auf jeden Fall. Das macht auch Spaß, mal wieder die Kollegen zu sehen und auch über die Strategien zu sprechen und sich auch gegenseitig mal zu befruchten. Auf jeden Fall, ja. Vielen Dank. Ja, gerne. Freut mich, hier zu sein.